Dort, wo die Bojen sind, tauchen Thomas Naumann und seine Kameraden wieder und wieder nach unten, auf der Suche nach Sven. Doch die Sonarmuster werden immer ungenauer. Bei 20 Metern Wassertiefe kommt das Gerät an seine Grenzen. Die tauchen von Sven keine Spur. Nach Stunden der Suche wird allen am See klar, Sven kann nicht mehr am Leben sein. Man taucht, desto mehr Stickstoff aus dem Atemgas reichert sich im Blut an. Dieser Stickstoff aber muss beim Auftauchen raus aus dem Körper. Die Taucher sagen, er muss abgeatmet werden. Passiert das nicht, fängt der Taucher innerlich an zu sprudeln. Es drohen Lähmungen, Schlaganfälle. Je tiefer also getaucht wird, desto weniger Zeit bleibt für die Suche auf dem Grund. Bei 40 Metern Tiefe sind es nur noch wenige Minuten. Der Taucheinsatz kommt an seine objektiven Grenzen. Und noch immer gibt es keine Spur.